Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Auswärtige Amt wird noch kommen und ich begrüße Sie alle, freue mich, dass Sie da sind zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Hebestreit, und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Ja, es gibt nichts Aktives, glaube ich, wenn ich nochmal nach links, rechts in die Mitte schaue, so dass das Feld für Sie frei wäre. Dann könnten wir mit Fragen anfangen, die sich nicht ans Auswärtige Amt richten. Bitte, fangen wir da vorne an, arbeiten uns nach hinten. So, Moment. So. Herr Hebestreit, ich habe eine Frage zum Koalitionsausschuss. Was ist denn das Ziel des Kanzlers für das Treffen? Bringt er irgendwas mit? Möchte er zum Beispiel eine Einigung auf einen Haushalt dort schon mal vorlegen? Und was ist seine Erwartung an die anderen Teilnehmer? Also soll es dort auch ein Bekenntnis geben, gemeinsam weitermachen zu wollen? Jetzt muss ich erstmal was vorausschicken, dass der Koalitionsausschuss, das habe ich hier 3 Jahre lang gesagt, da bleibe ich auch dabei, immer eine Angelegenheit der die Koalition tragenden Parteien ist. Insofern kann ich mich konkret zum Koalitionsausschuss nicht äußern, aber ich werde natürlich die Frage, die Sie stellen, der nicht ausweichen wollen. Dem Kanzler geht es ganz klar darum, eine Stärkung der deutschen Wirtschaft und die Sicherung der Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht jetzt darum, den Haushalt 2025, der ja schon in weiten Teilen besprochen ist, jetzt zu finalisieren. Da laufen Gespräche. Sie kriegen das zum Teil mit, zum Teil auch nicht. Die Haushaltsbereinigungssitzung ist am Donnerstag nächster Woche terminiert und bis dahin braucht es noch diese Lösung und darüber spricht man jetzt. Zu internen Terminen sage ich hier von dieser Stelle nichts, habe aber auch nichts, was ich so gelesen habe, dazu richtig zu stellen. Und insofern warten wir jetzt mal ab. Aber ich glaube, das passiert gerade vieles unter Hochdruck. So, dazu gibt es jetzt erwartungsgemäß viele Fragen. Frau Markmeier, war Ihre Frage auch dazu oder ist das ein anderes Thema gewesen? Das sehr indirekt. Dann machen wir erst mal mit denen, die direkt dazu sind und arbeiten uns dann weiter. Dann wäre Frau Lehmann, dann der Kollege hinter Frau Lehmann, dann Herr Rinke. Herr Hebestreit, können Sie noch mal sagen, welche Treffen zu dritt jetzt wann und wie geplant sind, wenn Sie das? Ja, das sind ja interne Termine, die wir ja nicht anders als die öffentlichen Termine nicht bekannt geben. Und insoweit war mein Hinweis auf das, was ich so gelesen habe, das ist also bestätigen kann ich, dass es einen Koalitionsausschuss am Mittwochabend geben soll. Und ich kann auch sagen, dass es bis dahin mehrere Treffen in der Konstellation Kanzler, Wirtschaftsminister, Finanzminister geben wird. Und es ist richtig, dass heute Abend eins stattfindet? Ich werde keine Termine konkreter bekannt geben von dieser Stelle. Dann gehen wir eine Reihe weiter nach hinten. Bitte. Ja, vielen Dank, Andreas Becker, Nordgrün Mediengruppe. Herr Hebestreit, Sie haben am Freitag hier gesagt, Sie gehen davon aus, dass sich keiner in die Büsche schlägt. Ein, zwei Stunden später kam das Lindner-Papier. Haben Sie sich im Vorfeld dieser Bundespressekonferenz nochmal abgestimmt mit den Kollegen Leber und Wagner, ob während wir hier sitzen irgendwelche Papiere oder Forderungen unterwegs sind, von denen wir noch nichts wissen? Wie soll ich jetzt darauf antworten? Also ich glaube, das, was ich am Freitag gesagt habe, nein, ich glaube, das streiche ich. Das, was ich am Freitag gesagt habe, gilt und gleichzeitig oder grundsätzlich ist es so, dass es gut und richtig ist, dass sich alle Beteiligten immer wieder Gedanken darüber machen, wie man die Politik, die man betreiben will, miteinander hinbekommt. Und es gab verschiedene Papiere. Es gibt ein Papier des Bundesministers für Klimaschutz und Wirtschaft. Es gibt ein Papier aus dem Bundesministerium der Finanzen und es gibt Vorstellungen des Bundeskanzlers und sicherlich auch viele weitere Ideen. Und all die gilt es jetzt so übereinzubringen, dass daraus ein Gesamtkonzept wird, das für alle drei die Koalition tragenden Fraktionen gangbar ist. Und darum geht es jetzt. Zusatz, bitte. An Herrn Leber und Herrn Wagner, gibt es aus Ihren Häusern irgendwelche Sachen, die gerade aktuell unterwegs sind, jetzt sage ich mal, oder die geplant werden oder in Vorbereitung sind, weil das ist ja sehr dynamisch gerade. Ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen, was Herr Hebestreit gesagt hat. Es gibt jetzt Gespräche, die sich um den Haushalt drehen und um Wachstumsimpulse für die Wirtschaft in Deutschland. Wie gesagt, diese Gespräche finden statt und dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich kann dem auch nicht mehr hinzufügen als genau den gleichen Hinweis wie die Kollegen, dass die Bundesregierung jetzt intensiv darüber spricht, wie der Haushalt aufgestellt werden kann, wie er finanziert werden kann, plus die Wachstumsinitiative umgesetzt werden kann und gegebenenfalls wie noch weitere Impulse für die Wirtschaft gesetzt werden können. Darüber sprechen wir und das ist der Stand. Dann geht es weiter mit Herrn Rinke und dann mit Herrn Ratsch. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage sowohl an Herrn Hebestreit als auch Herrn Leber. Es geht nochmal um den erwähnten Bundeshaushalt. Sie haben jetzt einen Zeitplan erwähnt, also am 14. die Bereinigungssitzung. Bleibt es überhaupt bei der Planung? Weil angesichts der Komplexität der Materie und dem, was noch eingearbeitet werden müsste, könnte man sich ja auch vorstellen, dass man möglicherweise den Zeitplan nach hinten setzt. Also gibt es dafür Planung oder bleibt es definitiv beim 14.? Ich glaube, da muss man klar sagen, dass das erstmal Angelegenheit der im Deutschen Bundestag ist. Wir sprechen hier für die Bundesregierung und die Haushaltsbereinigungssitzung ist etwas, was im Haushaltsausschuss zu befinden ist. Ich kenne keinerlei Pläne, das zu verschieben, aber das müssten Sie dann im Bundestag nachfragen. Mir sind auch keine Pläne bekannt seitens des Parlaments und Herr Hebestreit hat ja schon gesagt, es wird unter Hochdruck gesprochen. Deshalb würde ich jetzt nicht über Zeitpläne spekulieren wollen. Aber würde die Regierung, wenn ich nachfragen darf, würde die Regierung das befürworten, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um jetzt über diese doch sehr komplexen Fragen nicht unbedingt vor dem 14. sich entscheiden zu müssen? Das kann ich nicht kommentieren von meiner Seite aus. Ich glaube, es gibt Zeitpläne und diese Zeitpläne standen lang genug fest und stehen lang genug fest und insoweit kenne ich keine Überlegungen, das zu verändern. Aber wie gesagt, auch das müssen Sie im Bundestag nachfragen, dort spielt die Musik. Dann Herr Ratsch, dann Herr Jung. Herr Hebestreit, SPD-Chef Klingbeil hat ja von einer Woche der Entscheidung gesprochen. Ist das eine Einschätzung, die auch der Kanzler so teilt? Grundsätzlich teilt der Kanzler alles, was der Parteivorsitzende der SPD sagt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das im Konkreten in den vergangenen 3 Jahren hat es eine ganze Menge an Entscheidungen gegeben und viele, viele Wochen, die man zusammen hier verbracht hat und regiert hat. Und insofern würde ich das jetzt nicht, weil es ja in einen gewissen Zusammenhang gestellt wird, würde ich das jetzt nicht weiter konzentrieren. Das sind die Worte des SPD-Vorsitzenden und der Bundeskanzler. Und was der Bundeskanzler vorschwebt, habe ich ja am Anfang schon deutlich gemacht. Kurze Nachfrage. Sie hatten ja auch die Bereinigungssitzung angesprochen, 14. Gibt es denn einen Plan B, wenn 2 Tage vorher, am 12., glaube ich, nächste Woche, Bundesverfassungsgericht zum Thema Soli eine nicht so gute Entscheidung trifft aus Sicht der Regierung? Das Bundesverfassungsgericht hat eine mündliche Anhörung zum Thema Soli angesetzt. Da sind keine Entscheidungen am 12. zu erwarten und insofern hat das keine konkrete, direkte Auswirkungen auf die Haushaltsbereinigungssitzung am 14. Ja. Dann ist Herr Jung dran. Dann gehen wir auf die linke Seite. Ja, Herr Hebestreit, gibt ja aktuell böse... Wie bitte? Herr Hebestreit hatte die Aufmerksamkeit nicht. Aber ich kann hören und gucken gleichzeitig. Ja. Dann nützt mir nur den Moment, Herrn Fischer zu begrüßen, der sich entschuldigt hatte, weil es, glaube ich, einen Verkehrsstau gab. Schön, dass Sie es geschafft haben. Also für die, die jetzt nicht zusehen können, auch Fragen an das Auswärtige Amt ab jetzt möglich. Aber wir sind noch beim Thema Koalitionsausschuss. Herr Fischer, es gibt ja aktuell böse Gerüchte, dass die Koalition diesen Monat endet. Können Sie die ausräumen? Also zu bösen Gerüchten äußere ich mich grundsätzlich nicht. Herr Jung, Sie waren ja vergangene Woche nicht hier. Da habe ich am Freitag bereits gesagt, dass ich nicht erkennen kann, dass ich irgendwer in die Büsche schlagen wolle und dass ich davon ausgehe, dass diese Regierung konstruktiv bis zum regulären Termin der Bundestagswahl am 28. September nächsten Jahres zusammenarbeiten wird. Und das habe ich am Freitag gesagt und das sage ich auch heute. Ja, das sagen Sie. Das sage ich. Was ist mit dem Kanzler? Das... Also wenn es so weit kommt, dass ich Dinge sage, die der Kanzler dann nicht sagen würde, dann hätten wir beide ein Problem. Gut. Ihre Frage war auch zum Koalitionsausschuss. Anderes Thema. Ach so, dann ist Frau Jäckel dran mit Koalitionsausschuss. Und dann auch Frau Markmeier. Das weiße Mikro. Voilà. An das BMWK. Lindners Papier fordert die Abschaffung klimapolitischer Subventionen, stellt die Abschaffung des KTF in den Raum und fordert die Senkung der Gelder für den internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Wie hat denn Herr Habeck auf dieses Papier reagiert? Und dass er das Papier zur Kenntnis genommen hat, weiß ich schon.
Genau, ich kann Ihnen auch tatsächlich nicht mehr sagen, dass wir das Papier zur Kenntnis genommen haben und wir dieses Papier hier, das ja erstmal in der Regierung konsultiert werden soll, nicht hier im Rahmen der Regierungspressekonferenz jetzt weiter kommentieren würden. Ist es denn unter diesen Umständen, also hier wird ja wirklich gefordert, dass die Klimaziele der Bundesregierung mehr oder weniger beiseite gelegt werden, ist es denn unter diesen Umständen noch für den Klimaminister möglich, weiter mit Lindner zusammenzuarbeiten? Es ist ein Papier des Bundesfinanzministers. Das haben wir zur Kenntnis genommen und mehr kann ich dazu nicht kommentieren. So, Frau Markmeier. Im weiteren Sinne, Koalitionsausschuss. Nur sehr indirekt. Es gibt Sachen, die passieren regelmäßig, jedes Jahr, zum Beispiel die Beschließung der Beitragsbemessungsgrenzen. Und ich wüsste gerne, wann das dieses Jahr passiert. Ja. Haben Sie, vielen Dank. Sie sprechen ja damit die Sozialversicherungsrechengrößen an. Ich kann dazu nur sagen, dass die Fortschreibung der Werte erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben gemäß der Lohnentwicklung im vergangenen Jahr. Und wir als Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben den Entwurf für die Sozialversicherungsgrößen vorgelegt. Und wir gehen davon aus, dass das Bundeskabinett das auch zeitnah beschließt. Das bleibt abzuwarten. Zeitnah und bleibt abzuwarten widerspricht sich. Sagen Sie doch einfach mal wann. Ich bleibe dabei, es bleibt abzuwarten und es wird zeitnah beschlossen. Dazu, Herr Ratsch. Inwieweit, das wäre eine Frage an Herrn Gülde, dann inwieweit hängt denn dieses Thema zusammen mit dem Thema, dass der Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung noch nicht feststeht, obwohl er eigentlich zum 1. November verkündet werden sollte? Herr Ratsch, das kann ich Ihnen jetzt so tatsächlich nicht beantworten, aber Fakt ist, dass der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz vom Bundesgesundheitsministerium in Kürze im Bundesanzeiger bekannt gegeben wird. Herr Renke zuckt. Dann bitte. Vielleicht ein paar Punkte auch noch abzuschichten. Herr Hebestreit, in dem Papier von Herrn Lindner stehen ja zwei Vorschläge drin. Da hätte ich ganz gerne gewusst, ob die für den Kanzler überhaupt diskutabel sind. Nämlich einmal die Verschiebung des Klimaziels von 2045 auf 2050. Ist das aus Sicht des Kanzlers ein überhaupt gangbarer Weg? Und die zweite Forderung, die da drin steht, war die Streichung der 10 Milliarden für Intel. Herr Rinke, ich verstehe Ihr Interesse, verstehen Sie, oder ich bitte um Verständnis, dass ich nicht zu, es gibt ja verschiedene Impulspapiere und nicht zu jedem einzelnen Punkt hier aussage- und sprechfähig bin, beziehungsweise das auch nicht einzeln bewerten will, sondern am Ende ist es so, das sind jetzt Positionsbestimmungen, die Minister vorgenommen haben und der Bundeskanzler hat eine eigene Position und das wird man miteinander jetzt zunächst einmal besprechen und beraten. Und danach gibt es ein Ergebnis und dann über dieses Ergebnis kann man sich beugen und dann kann ich dazu mehr sagen. Aber im Augenblick diesen Beratungen, die gerade laufen, unter hohem Druck, wie ich ja anfangs erwähnt habe, will ich von dieser Seite nicht öffentlich kommentieren, beispringen. Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, das heißt ja, dass diese Punkte dann tatsächlich diskutabel sind, richtig? Das wäre jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe, was ich nicht tue, nämlich einzelne Punkte zu bewerten. Ich bleibe dabei, dass all die Papiere, die da im Umlauf sind, vom Bundeskanzler auch zur Kenntnis genommen werden, ohne sie jetzt im Einzelnen bewerten zu wollen. Aber wenn ich, Entschuldigung, ich muss noch mal einmal nachfragen. Also wenn so ein grundsätzliches Ziel wie ein Klimaziel 2045, wenn Sie das jetzt nicht ausschließen, dass man darüber reden kann, dann ist das eine sehr weitgehende Aussage, oder nicht? Jetzt bin ich ja noch nicht so lange in dem Job, aber lang genug, dass die Worte, die man hier spricht, immer ein Eigenleben entwickeln. Und wenn ich jetzt hier anfange, etwas auszuschließen oder etwas nicht auszuschließen, ist das eine Bewertung und die nehme ich ausdrücklich nicht vor. Wenn es Gesprächsbedarf gibt innerhalb der Regierung, dann spricht man. Und wenn es Ideen gibt, die einzelne Ministerinnen oder Minister haben, hat der Bundeskanzler immer die Zeit, es mit ihnen zu diskutieren, ohne vorher eine Bewertung vorzunehmen, die ja ein solches Gespräch dann obsolet machen würden. Frau Markmeier, Frau Jeckel und Herr Jung haben sich gemeldet. Ja, ich möchte noch mal kurz zurück zu den Regelmäßigkeiten. Die sind ja für viele sehr wichtig, also die Beschlüsse zu den Sozialversicherungsgrößen und andere. Und jetzt wüsste ich doch gerne, ob das mit diesem Geeier um die Koalition zusammenhängt. Ich weiß zwar nicht, was Sie mit Geeier für die Koalition meinen, Frau Markmeier, aber grundsätzlich ist es so, dass das immer Sach,
gerechte Entscheidungen sein müssen und sind. Und der Kollege hat gesagt, dass das ja sehr zeitnah, ich würde sogar so weit gehen, sehr zeitnah entschieden wird. Und insofern bitte ich da noch um ein wenig Geduld. Und sobald wir etwas mitteilen können, tun wir das auch. Aber jedem ist bewusst, wie wichtig auch diese Entscheidung ist, weil da ja eine ganze Menge an Rechengrößen dranhängt. Dann Frau Jeckel und dann Herr Jung. Nochmal an das BMWK. Gibt es laufend zurzeit seitens des Wirtschaftsministers Vorbereitungen, sich auf eine frühzeitige Neuwahl einzustellen, etwa in Form dessen, dass man schon mal Plakate für die Wahl ordert? Gibt es solche Vorbereitungen? Frau Jecker, Sie versuchen das jetzt nochmal in eine ganz andere Weise zu fragen. Die Koalition arbeitet derzeit, wir haben es, glaube ich, gerade gesagt, an der Aufstellung des Haushalts, an der Frage, was wir für die Wirtschaft tun können. Daran arbeiten wir jetzt. Und alle anderen Fragen stellen sich nicht und wären übrigens auch Fragen, die Sie eigentlich auch an eine Partei stellen müssten und nicht an ein Ministerium. Nicht nur eigentlich, sondern also der Wahlkampf wird von Parteien getätigt und da hat sich die Regierung und die Ministerien tun, dies zurückzuhalten. Das tun wir alle auch. Also insofern müssten Sie diese Frage in dem Fall ist an Bündnis 90 die Grünen stellen. Nur weil sich der Wirtschaftsminister mit einer Sache beschäftigt, heißt das ja nicht, dass er auch gleichzeitig sich nicht mit einer anderen Sache beschäftigen kann. Aber wir sprechen ja für die Regierung hier und für die Minister und Ministerinnen und nicht für andere Funktionen, die diese vielleicht auch auf sich vereinen mögen. Herr Jung. Ja, auch nochmal, Herr Leber, weil zu den Aussagen von Herrn Lindner zum Kohleausstieg, zu den Klimazielen, Klimatransformationsfonds und so weiter und so fort. Nur eine Verständnisfrage. Erkennt der Minister den menschengemachten Klimawandel an? Natürlich, da hat er sich in dieser Hinsicht ja schon seit Jahren äußert er sich in diese Richtung. Ich möchte jetzt auch gar nicht dieses Papier in der Tiefe kommentieren, aber generell mal anfügen, dass das Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen, ja über verschiedene Wege möglich ist. Hier wird auch insbesondere der Emissionshandel erwähnt. Die Regierung hat auch in der Vergangenheit an diesem Punkt Klimapolitik Veränderungen vorgenommen. Insofern ist es keine Abkehr von der Position, dass man natürlich den Klimawandel bekämpfen muss. Ja, ich wundere mich nur, weil der CO2-Preis, die Forderung danach war ja, ist jetzt nicht neu. Neu ist nur, dass der Minister die Einnahmen daraus nicht mehr zurückzahlen möchte. Also die sogenannte Klimadividende, die auch im Koalitionsvertrag festgelegt ist, die von Ihrem Haus blockiert wird seit Monaten. Hat er die vergessen? Muss ich zurückweisen, dass das blockiert wird. Es wird an einem Direktauszahlungsmechanismus gearbeitet im Bundesministerium der Finanzen, der zur Verfügung stehen wird im kommenden Jahr. Und die politische Entscheidung, wie Geld aus dem KTF verwendet wird, ob das ausgezahlt wird als Klimageld oder nicht, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber er wendet sich nicht dagegen, im Zweifelsfall ein Klimageld auszuzahlen. Dann Herrn Jessen. War das eine Wortmeldung eben? Oder Ausdruck? Das scheint eine gewesen zu sein. Aber Sie kriegen auch noch ein Mikrofon. Moment. Sehr gerne. Das war eigentlich ein Hinweis auf eine Wortmeldung von vor 5 Minuten. Herr Hebestreit, wie hoch ist für Sie die Übereinstimmung zwischen den angesprochenen Aspekten und Zielen des Lindner Papiers mit denen des sogenannten Lambsdorff Papiers von 1982, das Sie ja kennen? Ich habe zwar im Nebenfach auch mittlere und neuere Geschichte studiert, aber beim besten Willen fällt es mir jetzt nicht, also es ist sowohl nicht meine Aufgabe, als auch, dass ich es wirklich inhaltlich tun könnte, eine solche Parallele zu ziehen. Und insofern würde ich sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Nee, aber wenn im Lambsdorff-Papier als wesentliche Ziele angegeben wurden, Konsolidierung des Haushalts, Eindämmung von steigenden Sozialstaatskosten, die Regulierung im Inneren und Außen und dann auch noch Anreize für Investitionen zu schaffen. Das klingt doch sehr ähnlich wie das, was jetzt im Lindner-Papier steht, finden Sie nicht? Nee, ich glaube, wenn Sie jedes Wahlprogramm der CDU, CSU der letzten 30 Jahre angucken würden, würden Sie auch ähnliche Punkte finden, ohne dass Sie das auf Lambsdorff rekurrieren würden. Ich glaube, das ist eine sehr klassische Position, die man da lesen kann, ohne dass ich sie mir zu eigen mache oder bewerten will.
So, jetzt habe ich Herrn Rinke, Herrn Ratsch und Frau Lehmann noch mal zu diesem Thema. Und Herr Jung, zu diesem, wir könnten auch noch zu anderen Themen kommen. Dann wäre Herr Rinke dran. Danke. Eine Frage, die ans BMAS geht und an Herrn Hebestreit. Herr Hebestreit, Sie hatten ja letzte Woche schon darauf verwiesen, dass der 6. November ja so ein Tag der Entscheidung sein wird, weil im Kabinett ganz viele Entscheidungen anstehen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Tariftreuegesetz eigentlich auch am Mittwoch auf der Agenda steht oder ob das zu den Projekten gehört, die jetzt wegen der Ampeldiskussion erstmal zurückgestellt werden. Wenn ich das richtig weiß, tagt immer montags am frühen Abend die Staatssekretärsrunde und legt das, Tagesordnung für die Kabinettssitzung am Mittwoch fest. Und insofern ist das noch etwas früh, das mitzuteilen. Aber wenn ich nachfragen darf, es gab ja gestern Abend auch ein Gespräch zwischen dem Kanzler und Herrn Lindner. Das gehört ja zu den Punkten, die Herr Lindner ausdrücklich bei dem Thema Bürokratieabbau als Problem Gesetz angesehen hat. Also gab es da eine Verständigung darüber, dass man dieses Gesetz jetzt erstmal zurückstellt oder diesen Gesetzentwurf? Ich habe keinerlei Informationen aus diesem Gespräch, das da gestern stattgefunden hat, würde aber auch sagen, dass der Bundeskanzler regelmäßig mit Ministerinnen und Ministern in größerer, in kleinerer und in ganz kleiner Runde spricht, manchmal sogar zum Abendessen und manchmal auch am Wochenende. Das ist so ungewöhnlich nicht. Und darf ich noch mal die Frage ans BMAS nachschieben, wann Sie damit rechnen, dass das verabschiedet wird? Ja, also ich kann mich den Worten des Regierungssprechers nur anschließen. Also Sie haben keine Erwartung? Oder so habe ich jetzt den Regierungssprecher nicht verstanden, sondern dass, wie Sie wissen, immer am Montag beschlossen wird, was im Kabinett dann beschäftigt wird. Und wir haben das Tariftreuegesetz vorbereitet. Das befindet sich in der Ressortabstimmung und auch diesmal halten wir es so wie sonst. Wir informieren dann darüber, wenn es beschlossen wird. So, dann haben wir Frau Lehmann. Genau, die Frage. Auch nochmal Tariftreuegesetz. Der Kanzler hat ja beim Jubiläum des DGB versprochen, dass das kommt. Gilt diese Haltung des Kanzlers immer noch oder ist das Tariftreuegesetz Verhandlungsmasse? Nein. All die Gesetze, die wir uns vorgenommen haben, die in der Vorbereitung sind, und sind Gesetze, die auch dem Bundeskanzler sehr am Herzen liegen. Und Sie wissen, gerade als früherer Arbeitsrechtsanwalt und auch den Gewerkschaften eng verbundenes eigenes, selbst Gewerkschaftsmitglied, ist das etwas, was ihn umtreibt. Aber gleichzeitig bleibt es so, dass man Einigungen innerhalb der Regierung zustande kriegen muss, um so etwas ins Kabinett zu kriegen. Und dann braucht es noch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, um so etwas dann zum Gesetz werden zu lassen. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns. Das heißt, das Tariftreuegesetz wäre auch etwas, über das man verhandeln könnte, ob das kommt oder nicht. Jetzt grundsätzlich immer muss man reden, dass man eine Mehrheit bzw. eine Einigkeit, es kommt nichts ins Kabinett, worüber nicht vorher Einigkeit innerhalb der Kabinettsrunde besteht und darüber muss man sprechen. Aber das würde ich jetzt nicht in Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Entscheidungen, die da vielleicht anstehen, setzen, sondern das sind immer einzelfallbezogene Entscheidungen. Gut, dann haben wir Herrn Ratsch als Letzten zu diesem Thema und dann kommt Herr Jung mit einem anderen Thema. Genau, noch mal zurückkommen zu den Einzelthemen Beitragsbemessungsgrenzen. Da hatten Sie ja gesagt, Herr Hebestreit, sehr zeitnahe Entscheidung. Das wurde ja von der FDP immer in Zusammenhang gesetzt mit höheren Steuerentlastungen im nächsten Jahr, was die Grundfreibeträge angeht. Also dieses zusammen, gibt es da also bei beiden Themen jetzt zeitnah eine Entscheidung? Also dann würde ich mir widersprechen mit dem, was ich gerade Frau Lehmann geantwortet habe. Das sind immer einzelne Gesetze, die auch einzeln behandelt werden. Da gibt es auch keine Verbindungen oder Jungtims oder Ähnlichen. Und insofern würde ich sagen, das eine ist. Und das zweite ist etwas, was diese Regierung sich auch vorgenommen hat. Und dann muss sie sich, auch da gilt, wenn man Einigkeit im Kabinett erzielt hat, dann kann es ins Kabinett kommen. Frau Markmeier nochmal. Dann möchte ich fragen, Herr Hebestreit, das ist doch umstritten, beides. Und wenn durch sowas Regelmäßigkeiten in Unordnung kommen, sage ich jetzt mal, also diese Sozialversicherungsrechengrößen, die sind immer um diese Zeit beschlossen, dann ist sowas doch ein Problem. Wie stehen Sie denn dazu? Das muss ja umgesetzt werden, da hängen ein Haufen Leute dran.
Das weiß ich, das habe ich ja versucht, auch in meinen zwei Antworten, die ich Ihnen auf diese Frage schon gegeben habe, deutlich zu machen, dass wir das auch sehen und es für wichtig halten, dass da sehr schnell jetzt eine, oder sehr zeitnah, war, glaube ich, meine Formulierung, sehr zeitnah eine Entscheidung getroffen wird. Ja. Ja, aber heißt es denn zeitnah eine Entscheidung über Steuerentlastung plus stärkere Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Gutverdiener oder nicht? Dieses Jungteam, das Sie jetzt zitieren, habe ich mir nicht zu eigen gemacht. Aber Herr Lindner. Ja, aber ich spreche ja jetzt für die Bundesregierung. Sie haben mich zur Beitragsbemessungsgrenze befragt und dazu habe ich geantwortet. Und jetzt haben Sie gesagt, aber andere hätten das in ein Jungteam gesetzt. Und sage ich, Jungteams in dem Sinne gibt es nicht. Und grundsätzlich so, dass man versucht, alles gemeinschaftlich auf den Weg zu bringen. Und es gibt auch gute Gründe, was die Bekämpfung der kalten Progression angeht. Und das hat sich diese Regierung auch miteinander. Ich glaube, es ist Teil der Wachstumsinitiative. Das müsste ich aber nochmal, vielleicht weiß Herr Leber das genauer. Also auch das ist etwas, was diese Regierung gemeinsam für sich entschieden hat, dass sie das auf den Weg bringen will. Und jetzt aber war ja ein sehr konkreter, sehr zeitnaher Fall, nämlich dass man diese Beitragsbemessungsgrenze bzw. diese Kerndaten braucht, um agieren zu können. Und darauf hat sich meine Aussage bezogen. Dann ist Herr Jung dran und hat ein neues Thema. Ja, Thema Gaza, Herr Fischer. Humanitäre Lage mal zuerst. Die Deadline des US-Ultimatums steht ja jetzt bevor, nächste Woche. Die Israelis lassen immer noch nicht die von den USA geforderten 350 Trucks nach Gaza rein. Welche Zahl haben Sie von den Israelis oder eigene Zahlen, wie viele Trucks, wie viele Tonnen an humanitärer Hilfe den Gazastreifen erreichen und insbesondere Nordgaza? Ja, lassen Sie mich vielleicht damit anfangen, dass die humanitäre Lage in Nordgaza verzweifelt ist. Sie ist im ganzen Gazastreifen unerträglich. Wir beobachten, dass weiterhin nicht genug Hilfsgüter in den Gazastreifen hineinkommen, besonders nicht in den isolierten Nord-Gaza-Streifen. Der Norden ist seit Oktober fast vollständig abgeriegelt. Es gibt eine Blockade von Hilfsgütern. Es gab eine Ausnahme von einigen LKWs mit Hilfsgütern, die durchgekommen sind, aber grundsätzlich sind keine Hilfsgüter nach Nordgaza gekommen und es wurden Strom und Internet abgeschaltet und die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und an andere Orte in Gaza sich zu begeben. Und wir tun das heute wie auch zuvor schon. Wir rufen Israel dazu auf, seine völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und auch den Beschlüssen des IGH zu folgen und mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommen zu lassen und ihren Verpflichtungen gemäß des internationalen Völkerrechts nachzukommen. Und das heißt, dass die Zivilbevölkerung dringend Lebensmittel, Wasser, Medikamente braucht und das deckt sich mit den US-Forderungen, die Sie angesprochen haben. Und diese unterstützen wir weiterhin. Und zu Ihrer konkreten Frage, die Kolleginnen und Kollegen berichten, dass es seit September einen deutlichen Einbruch der Hilfslieferungen gegeben hat und der Oktober der Monat mit den wenigsten Hilfslieferungen seit November 2023 war. Und das ist eine Entwicklung, die wir mit allergrößter Sorge betrachten. Und wir rufen die israelische Regierung dringend dazu auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und mehr Hilfsgüter nach Gaza reinzulassen und die Menschen dort besser zu versorgen. Bei den US-Forderungen, da stecken ja potenzielle Konsequenzen hinter, falls es nicht passiert. So hat es das Weiße Haus ja angekündigt. Bei den Deutschen aber nicht, richtig? Ja, wie Sie wissen, das sind ja leere Worte weiterhin von Ihnen. Das sind keine leeren Worte. Wir sind dazu im Gespräch mit Israel. Wir arbeiten auf europäischer Ebene daran, dass mehr Hilfsgüter reinkommen. Wir bemühen uns darum, den Zugang von internationalen Hilfsorganisationen nach Gaza sicherzustellen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir uns auch dafür eingesetzt haben, dass UNRWA weiterhin im Westjordanland, in Gaza und in Ostjerusalem arbeiten kann. Und all das tun wir
als Bundesregierung, das tun wir europäisch abgestimmt und das tun wir auch international abgestimmt. Ihre Frage war auch dazu? Dann im Sinne zu Israel, in den palästinensischen Gebieten und im Nahostkrieg. Herr Fischer, es gibt Meldungen aus der Türkei, dass ein unter deutscher Flagge fahrendes Schiff in Istanbul gestern offenbar von pro-palästinensischen Aktivisten gestürmt oder besetzt worden ist. Da wird den Menschen vorgeworfen, dass sie Waffen für Israel transportieren. Können Sie diesen Vorfall, sagen wir es mal, bestätigen? Wissen Sie davon? Der Vorfall ist mir nicht bekannt, da müsste ich mich schlau machen. Okay. Herr Tofinier. Herr Fischer, Sie haben gerade die völkerrechtlichen Verpflichtungen Israels angesprochen. Nun würden Krankenhäuser in Gaza weiterhin bombardiert. Die letzten drei Krankenhäuser sind jetzt besetzt, belagert von Israel. Es wird auf Verletzten geschossen. Und UNICEF hat auch Gaza zum Kinderfriedhof umbenannt, der größte Kinderfriedhof der Welt. Es sind in den letzten zwei Tagen mindestens 50 Kinder ums Leben gekommen. Ich bin eine Reaktion dazu. Ich habe das ja gerade schon zum Ausdruck gebracht. Die humanitäre Lage in Gaza besorgt uns sehr. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Hilfsgüter nach Gaza kommen. Gleichzeitig ist aber natürlich so, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hamas zusteht im Rahmen des humanitären Völkerrechts und es dabei natürlich darum gehen muss, bei allen militärischen Aktionen Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen. Ihr Leben zu schützen ist das höchste Gebot. Und das ist unsere klare Botschaft an Israel. Und wir sehen, dass es immer wieder zu Vorfällen mit vielen toten Zivilistinnen und Zivilisten kommen. Und auch deswegen haben wir Israel in der Vergangenheit und tun das auch jetzt wieder aufgefordert, die Art seiner militärischen Operationsführung zu überdenken und so auszurichten, dass Zivilistinnen und Zivilisten geschützt werden. An welchem Zeitpunkt müsste es Konsequenzen geben? Also wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor es Konsequenzen gibt? Ich glaube, ich habe unsere Position sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass es darum geht, die Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Und das gilt für alle Konfliktparteien. Funkt ein Handy rein. Dann können wir das Thema wechseln. Wer hat andere? Achso, von Frau Jäckel noch eine Frage dazu. Ich stelle die Frage öfters, aber ich stelle sie jetzt wieder, weil sie immer noch relevant ist. Welche konkreten Druckmittel setzt die Bundesregierung ein, um Israel dazu zu bewegen, Hilfsgüter und LKWs in den Gazastreifen reinzulassen? Jetzt wurden Waffen wieder geliefert und nicht nur defensive Waffen, wie wir wissen, sondern auch Waffen wie die oder Teile für Panzer. Was für Druckmittel bleiben da noch übrig und wie werden sie eingesetzt? Zunächst mal zu Ihren Unterstellungen. Rüstungsexporte der Bundesregierung werden immer im Einzelfall beschlossen und natürlich vor dem Hintergrund der außen- und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, aber genauso natürlich mit Blick auf die menschenrechtlichen und humanitären Auswirkungen. Das vorab. Und zum anderen habe ich ja gerade schon ausgeführt, dass wir uns gemeinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Union, mit den Amerikanern, mit den Briten, mit vielen arabischen Staaten gegenüber Israel dafür einsetzen, dass endlich mehr humanitäre Hilfe reinkommt und auch das möglichst, dass Zivilistinnen und Zivilisten bei den Militäroperationen so gut wie möglich geschützt werden. Jetzt habe ich immer noch keine Antwort darauf, was für konkrete Mittel Deutschland einsetzt, um das zu bewirken. Ich glaube, wir haben hier verschiedentlich darüber geredet, was wir alles tun. Ich habe das heute auch noch mal ausgeführt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr klar und eindeutig. Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern in der internationalen Gemeinschaft für die Menschen in Gaza, aber eben auch in Israel, genauso wie in Libanon ein. Dann Herr Jung noch zu diesem Thema. Ja, Thema Baalbek, also Libanon, Herr Fischer. In der Vergangenheit, wenn Kriegsparteien Weltkulturerbe angegriffen haben, dann hat die Bundesregierung das immer scharf verurteilt und sich empört gezeigt. Wie stehen Sie zum den israelischen Angriffen auf das Weltkulturerbe Baalbek? Ich bin mir nicht sicher,
welcher Teil oder ob der gesamte Teil Baalbeks ein Weltkulturerbe ist, aber grundsätzlich... Die antike Stadt Baalbek, ja. Ja gut, da müssten wir jetzt nochmal, also wie gesagt, ich kann Ihnen aus dem Stegreif nicht beantworten, was in Baalbek Weltkulturerbe ist, ob die ganze Stadt Weltkulturerbe ist oder auch nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Gleichzeitig ist es aber so, und das gilt im Libanon genauso wie in anderen Orten. Die Hisbollah hat allein über das Wochenende täglich mehr als 100 Raketen nach Israel geschossen. Und gegen diesen Beschuss steht Israel das Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts zu. Und das sind die engen Grenzen, an die Israel sich bei seinen Angriffen in Libanon halten muss. Punkt. Ja, aber ich habe jetzt konkret zu Angriffen auf Weltkulturerbe gefragt. Das ist ja immer noch ein besonderer Aspekt bei der Kriegsführung. Und in der Vergangenheit hat sich die Bundesregierung, wenn die Taliban, wenn im Irak, in Syrien Weltkulturerbe angegriffen wurde, immer explizit dazu geäußert. Das also ich wollen glaube, Sie jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich kenne den genauen Status des sozusagen von Baalbek im Weltkulturerbe nicht. Aber ganz grundsätzlich möchte ich einmal sagen, dass die Dinge nicht vergleichbar sind. Wenn Kulturerbe, wenn Kulturerbe dafür genutzt wird, Raketen auf Israel zu schießen, dann kann es unter bestimmten Bedingungen durchaus legitim sein, dort militärische Stellungen anzugreifen. Wenn die Hisbollah militärische Stellungen in Baalbek unterhält, kann im Rahmen des Völkerrechts ein Angriff legitim sein. Er muss verhältnismäßig sein und er muss sozusagen die Bedrohung ausschalten können. Gleichzeitig erinnere ich mich an Fälle, sozusagen, wenn Sie die Taliban ansprechen, wo diese zum Beispiel ohne jegliche Art von militärischer Bedrohung Buddha-Statuen gesprengt haben. Und ich finde, das ist überhaupt in keinster Art und Weise zu vergleichen. Naja, wie gesagt, es geht um Angriff auf Weltkulturerbe, darum ist natürlich ein Vergleich. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Vielleicht kann ich da auch nur ergänzen, also die Information, die ich habe, ist, dass es Luftangriffe in Baalbek gab, aber nicht auf die, bislang nicht auf die Stätten des Weltkulturerbes. Das entschuldigt nichts, es soll nur ein bisschen den Eindruck, der jetzt hier entsteht, dass da Weltkulturerbestätten direkt in Mitleidenschaft gezogen worden sind, den würde ich ein bisschen korrigieren. Es gibt aber, da hat Herr Jung recht, Warnungen auch von den Vereinten Nationen, dass das in Zukunft passieren könnte, weil das nah an diesen Kulturstätten stattfindet. Aber da sind wir noch in einer Situation, dass es noch keine konkrete Bombardierung gegeben hat der Weltkulturerbestätte. Vielleicht abschließend, Baalbek gilt, das wissen Sie, als Hochburg der Hisbollah. Insofern muss man natürlich auch die Hisbollah fragen, warum sie sich in einer Weltkulturerbestätte versteckt. So, noch eine Frage zu dem Thema, dann würde ich nach anderen Themen fragen. Ja, genau. Herr Fischer, Sie haben, wie Hoppe auch heute, die Änderung der Kriegsführung von Israel gefordert. Haben Sie in den letzten Monaten gesehen, dass Israel ihre Kriegsführung geändert hat? Ich habe das ja sozusagen mit Bedacht gefordert, weil wir sehen, dass die Zahl der Zivilistinnen und Zivilisten, die getötet wird, gerade in den letzten Wochen wieder sehr hoch gewesen ist. Zusatz. Haben Sie in Ihren Instrumentenkasten, Sie sprechen ja immer... Die Kollegen schicken mir gerade noch eine Information zu, die sagen, dass die römischen Tempelanlagen UNESCO-Welterbe sind und die Angriffe sich bislang aber nicht gegen die römischen Tempelanlagen gerichtet haben. Bitte, Ihre Zusatzfrage. Sie sprechen ja immer, wenn andere Länder sanktionieren wollen, von Instrumentenkasten. Haben Sie irgendwelche in Ihrem Instrumentenkasten, dass Sie Israel sagen können, dass Sie Ihre Kriegsführung oder den Druck ausüben können, dass Israel Ihre Kriegsführung ändern soll? Ja, ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 20 Minuten regelmäßig ausgeführt, was wir tun, wie wir es tun und dass wir da international geeint agieren. Gut, dann wechseln wir Themen. Andere Themen. Thilo Jung hatte sich gemeldet. Herr Rinke, Frau Jeckel, bitte. Ja, weil ja morgen die Wahl in den USA ist. Herr Bestreit, können Sie sagen, wie der Kanzler die Wahlnacht verfolgen wird?
verängstigt unter der Bettdecke, auf irgendeiner Party? Vielleicht auch die Außenministerin? Also der Bundeskanzler ist ein so erfahrener Politiker, dass er weiß, dass diese Wahlnacht vielleicht gar nicht das Entscheidende sein wird, sondern dass das Wahlergebnis womöglich erst am Mittwoch oder in den nächsten folgenden Tagen bekannt oder klar sein wird. Aber er lässt sich laufend davon unterrichten. Wo er das genau tut, entzieht sich im Augenblick meiner Kenntnis. Aber ich reiche das gerne bei Gelegenheit am Mittwoch, dann wird es ja gewesen sein, Ihnen nach. Für die Außenministerin kann ich Ihnen mitteilen, dass Sie ja wissen, dass sie heute Morgen in der Ukraine eingetroffen ist. Ich kann Ihnen keine genaueren Details über sozusagen die Länge und Dauer und Art Ihres Aufenthalts mitteilen, aber mich würde es nicht überraschen, wenn sie in den betreffenden Stunden auf dem Weg zurück nach Berlin ist. Und kann sein, dass das schon mal hier Thema war, aber deutsche Wahlbeobachter der OSZE werden vor Ort sein? Nach meinem Kenntnisstand gibt es in der Tat eine Wahlbeobachtungsmission und in der Vergangenheit waren da auch Deutsche bei. Ich gehe davon aus, dass das wieder so sein kann, aber das müsste ich noch mal überprüfen. Danke. Dann zu diesem Thema gab es auch weitere Fragen von Herrn Ratsch, bitte. Herr Hebestreit, können Sie allgemein noch mal sagen, auch wenn Sie zum Ausgang natürlich nichts sagen wollen, aber wie wichtig ist diese Wahl aus deutscher Sicht? Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste und engste Verbündete Deutschlands. Und insofern ist eine Wahl dort und das Präsidentenamt dort auch eine Wahl, die sich für uns als wichtig ereignet. Gleichzeitig gilt, die Ergebnisse demokratischer Wahlen akzeptieren wir grundsätzlich. Insofern sind wir jetzt gespannt, wer sich am Ende durchsetzen wird. Themenwechsel, Herr Rinke. Ja, das Thema Wahlen in der Republik Moldau. Herr Fischer, vielleicht können Sie das noch mal bitte ein bisschen einordnen. Dann geht es mir vor allem um den Vorwurf Russlands, also jetzt nicht des Westens, sondern Russlands, was Wahlmanipulationen angeht und eine Bewertung des Ergebnisses in dem Sinne, dass die Mehrheit für die pro-westlich eingestellte Präsidentin vor allem durch Stimmen von Auslandsmoldawiern zustande kam. Ist das ein Makel, was diesen Wahlsieg angeht, aus Ihrer Sicht oder nicht? Also die Menschen in Moldau und mit moldauischer Staatsangehörigkeit waren aufgerufen zu wählen. Und natürlich haben sie das Recht, ihre Regierung und ihre nächste Präsidentin zu wählen. Das ist auch sozusagen gar nichts Verwunderliches. Zum Beispiel bei Bundestagswahlen, wenn Sie sich im Ausland aufhalten können Sie oder auch im Ausland wohnen, können Sie natürlich auch bei der Bundestagswahl Ihre Stimme abgeben. Insofern ist es jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass Moldauerinnen und Moldauer, die sich im Ausland aufhalten, bei der Präsidentschaftswahl mitgestimmt haben. Und ich möchte darauf hinweisen, dass sowohl die Außenministerin als auch der Bundeskanzler Frau Sandu zu ihrer Wiederwahl gratuliert haben. Und möchte auch darauf hinweisen, dass wir ja am Wochenende den Versuch gesehen haben einer massiven Einflussnahme und auch Einschüchterungsversuche hier in Europa, in dem nämlich gerade Wahllokale in Hamburg, in Frankfurt, Kaiserslautern und Berlin mit Bombendrohungen überzogen worden sind, mit dem Ziel, die Wahl für die Auslandsmoldauerinnen und Moldauer hier unmöglich zu machen. Und das ist etwas, was wir nicht nur in Deutschland gesehen haben, wir haben das zum Beispiel auch in Bukarest gesehen oder auch in Spanien. Das heißt, es gab den massiven Versuch von offensichtlich interessierter Seite, koordiniert daran zu arbeiten, den Auslandsmoldauerinnen und Moldauern ihr Wahlrecht durch Bombendrohungen zu nehmen. Und das ist natürlich vollständig inakzeptabel. Kurze Nachfrage. Ich hatte noch einen Aspekt, nämlich den russischen Vorwurf, dass es auch umgekehrt Wahlbeeinflussungen gab. Was sagen Sie zu dem Vorwurf? Also es war ja eine OSZE-Wahlbeobachtermission vor Ort. Die wird heute, glaube ich, gegen 14 Uhr ihren ersten Bericht feststellen. Man kann, glaube ich, sagen, dass sie ja auch schon einen Bericht nach der ersten Wahlrunde veröffentlicht haben und dort gezielte Einflussnahme festgestellt haben, aber gerade nicht in dem Sinne, den Sie gerade unterstellt haben.
Im Gegenteil, es hat sozusagen eine gezielte Einflusskampagne, Stimmenkauf gegeben, Desinformationskampagnen in den sozialen Medien, die darauf zielten, die Präsidentin Sandu zu schwächen. Und vielleicht kann man sagen, die moldauische Regierung hat getan, was ihren Kräften stand, um diese Beeinflussungsversuche aufzuklären und dafür zu sorgen, dass die Wahlen fair, frei und frei stattfinden können. Themenwechsel, Frau Jeckel. An das BMV. Beim Drone Demonstration Day in Manching brachte die Bundeswehr vergangene Woche führende Hersteller aus der Ukraine im Bereich Drohnen und Abwehrsysteme zusammen. Im Fokus standen bewaffnete Systeme bzw. Kamikaze-Drohnen. Von diesem Austausch profitierte sie, da sie aus den wertvollen Erfahrungen der ukrainischen Experten lernen kann, lautet ein Zitat. Meine Fragen wären, welche Hersteller haben dort Drohnen vorgeführt und befand sich darunter auch die Firma Stark? Und inwiefern waren neben dem Heer auch die Luftwaffe und die Marine an dem Drone Demonstration Day beteiligt? Ja, vielleicht beginnen wir erstmal, wo kommt das her? Also der russische Angriffskrieg hat ja oder zeigt leider täglich die Bedeutung von Drohnen und Drohnenabwehr. Daher wurde auch im Rahmen der UDCG, der Ukraine Defense Contact Group, eine Capability Coalition zum Thema Drohnen ins Leben gerufen, die unter Federführung Lettlands und Großbritanniens ist. Und Deutschland beteiligt sich daran. Innerhalb dieser Capability Coalition hat Deutschland mit Lettland jetzt eine Schnellinitiative, sage ich mal, gestartet, um der Ukraine möglichst zeitnah weitere Fähigkeiten zur Drohnenabwehr, zum Drohneneinsatz zur Verfügung zu stellen. Und dieser Tag war eben einer dieser Schritte, die dafür genutzt werden sollen. Bei dem Tag selber waren lettische und deutsche Drohnenhersteller vor Ort in Manching und haben Partnernationen aus dieser UDCG gezeigt, welche Systeme aktuell marktverfügbar sind und auch in großen Teilen auch schon in der Ukraine sich bewährt haben. Das vielleicht erstmal so zum Setup. Wir haben den Tag sehr transparent durchgeführt, der war presseöffentlich und wir haben auf unserer Website in größeren Artikel, ich glaube, daraus haben Sie gerade zitiert, und deswegen haben wir auch die Unternehmen vor Ort genannt. Wir können die auch nennen. Die Unternehmen waren Deal Defense, Helsing, Rheinmetall, die von Ihnen angeführte Firma Stark, Destinus Germany, D&D, Evologics, Infinitec, Optoprecision, Plath, Quantum Systems, Arx Robotics, Avilus, Aronia, Argus Interception, Rodan Schwarz und German Drones. Das ist die Liste und Stark war, wie gesagt, dabei. Da das hier ein Tag war mit dem Schwerpunkt Drohnen, die zeitgerecht in der Ukraine eingesetzt werden können, waren natürlich unsere eigenen bundeswehrspezifischen Systeme mit Heer, Luftwaffe, Marine in dem Sinne nicht vertreten, sondern es war ein Industrietag, ausgerichtet von der Wehrtechnischen Dienststelle der Bundeswehr 61 in Manching. Was mir noch wichtig ist zu sagen, dass und das, da kommen wir dann schließlich auch der Kreis, letzte Woche haben wir über Pakete gesprochen und wann das nächste Paket gegebenenfalls kommt. Unsere Anstrengungen für die Ukraine sind jede Woche, jeder Tag, 24/7 vom Sonderstab Ukraine ausgerichtet, wie dieser Tag. Und auch wir werden uns an diesen Sofortbeschaffungen beteiligen und die Systeme werden bestenfalls noch dieses Jahr Wirksamkeit entfalten in der Ukraine. Da geht es um Aufklärung, Wirkmitteleinsatz und natürlich auch Drohnenabwehr. Und aus diesem 1,4 Milliarden Paket, von dem wir vor ungefähr 4 Wochen berichtet haben und von dem 50 Projekte noch dieses Jahr wirksam werden sollen, in diesem schweren Winter, in diesen schweren Zeiten für die Ukraine, wird eben ein Teil auch in die Drohnen fließen. Ich glaube, ich habe in meinem Jahr in der Bundespressekonferenz noch nie eine so aufschlussreiche Antwort erhalten. Vielen Dank dafür. Dann versuche ich es gleich noch mit einer nächsten Frage. Welche ukrainischen Experten waren anwesend und welche Vertreter welcher Streitkräfte oder Regierungen anderer Nationen waren dort anwesend? Also zu unseren Partnern äußern wir uns im Grunde nicht, weil da sprechen die Partner dafür. Es waren, soweit ich weiß, zweistellige Beteiligungen von Partnernationen der UDCG. Zu ukrainischen Streitkräften sagen wir auch keine Details. Der Botschafter Markajew war zum Beispiel zu Gast. Von uns war General Freuding da, der auch viel im Grunde im stetigen Austausch mit den ukrainischen Streitkräften ist. Und der ganze Sonderstab befindet sich mit den ukrainischen Streitkräften im stetigen Austausch, um 24/7 im Grunde zu erfahren, was wird jetzt dringend benötigt und wie können wir diese Hilfe möglichst zeitnah zur Verfügung stellen. Dankeschön. Herr Jessen hatte ein anderes Thema, glaube ich. Ja, es ist ein anderes Thema. Die Frage geht an Herrn Hebestreit. Es geht um den Expertenrat Gesundheit und Resilienz der Bundesregierung, der im März seine Arbeit aufgenommen hat.
ein festes Mitglied dieses Expertenrates, der Virologe Henrik Streeck, hat jetzt jüngst verglichen den Umgang mit Nicht-Geimpften während Corona mit den Worten, man hat Schuldige gesucht und gefunden, so wie es bei der Pest die Juden waren und bei HIV die Homosexuellen. Ist eine solche Aussage, bei einer solchen Aussage disqualifiziert das nicht ein Mitglied für die Mitarbeit in einem solchen Expertenrat? Herr Jessen, das ist ja ein unabhängiger Expertenrat. Das ist erstmal vorausgeschickt und das ist eine Äußerung, die ich mir weder zu eigen machen würde noch besonders geschmackvoll finde. Dabei möchte ich es jetzt belassen, was der Expertenrat, ob er sich gemüßigt sieht, dort die Frage, die Sie gerade stellen, sich auch selber nochmal zu stellen, das wage ich von dieser Stelle aus nicht zu prophezeien. Ja, ich weiß wohl, dass der Expertenrat unabhängig arbeitet, ist in seiner Geschäftsordnung auch festgelegt. Die Berufungshoheit liegt aber gleichwohl beim Kanzleramt, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, Sie vertrauen, verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, es läge jetzt eigentlich am Expertenrat selbst intern zu prüfen, ob eine solche Äußerung eines Mitgliedes, die ja in einem bestimmten politischen Kontext auch steht, in einem kulturellen Kontext, ob die ihn für weitere Mitarbeit dort geeignet macht oder nicht? Ich glaube, wenn Sie das als eine Aufforderung von mir an den Expertenrat interpretiert haben, fühle ich mich ein wenig überinterpretiert. Ich habe lediglich gesagt, was ich von einer solchen Äußerung halte. Und all die anderen Fragen bitte ich Sie direkt an den Expertenrat zu stellen. Herr Jung. Aber laut Geschäftsordnung kann das Kanzleramt ja aus wichtigen Grund Mitglieder abberufen. Sind solche Aussagen, ich meine, wir hatten ja das Thema Streeck schon jetzt mehrmals in Bezug auf den Expertenrat, kein wichtiger Grund für das Kanzleramt? Zunächst einmal habe ich auf die Unabhängigkeit des Gremiums verwiesen. Ich weiß, Herr Jung, lassen Sie mich kurz ausreden, dann dürfen Sie wieder. Und das Zweite ist, dass es einzelne Wortmeldungen geben kann. Und wenn das Gremium daraus ein Problem für sich erachtet, dann kann es handeln. Ich habe noch keinerlei Informationen dazu, dass es seitens des Kanzleramtes dort einen Handlungsbedarf gibt. Ich mache mich aber gerne kundig, sollte das in den letzten 48 Stunden sich geändert haben. Danke. Gibt es weitere Themen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Besuch. Yeah.